Willkommen zurück zu Kingdom Hearts Chain of Memories. So, wir haben hier jetzt mal das Tutorium so einigermaßen abgeschlossen und jetzt gehen wir mal in den nächsten Raum. Zwei oder höher. Ach, was für ein Zufall. So, wo kommen wir da jetzt hin? Aha, okay. Stirb, Herzloser! Und ein Kampf. Bam! Hui! Donald! Nee, warte, Goofy! Okay. Noch mal Herzlose! Bam! Ja, toll. Na, warte. Stirb, du Schatten durch. Bam. Was? Boah, du. Na, warte, du luchiger Schatten. So, jetzt hast du es davon. Starke Initiative. Oh, cool, wir haben Level Up. Bonus Nummer 1, Vitalität. KP-Bonus, Spezialmanöver. Ja, Sturmlauf, okay. Nehmen wir doch mal das Spezialmanöver. Sora lernt Sturmlauf. Okay, schlittere auf weit entfernte Gegner zu und gib ihnen aus nächster Nähe Sauris. Aktivierung 3 Angriffskarten gleichen Typs, Gesamtwert 10 bis 15. Alles klar. So. Ja, es hat. Es hat funktioniert. Yay. Und jetzt du. Und das war schon. Harmlose Dunkelheit. Schön, schön. Herzlose überall. Los, Goofy. Los, Donald. Ja, toll. Was zur? Alter. Das wird's verarschen. Und bam. Yeah. So, jetzt zu euch zwei. Rein, keine Ahnung. So, und wieder Karten und draufhauen. Was? Nein! Wir brauchen deine Hilfe! Yeah, und ihn da auch noch? Ah, verdammt. Ach, komm schon. Na, also. Stunde des Magiers. Cool, schon wieder ein Level up. Dann kriegst du jetzt mal Vitalität. Um 15 Punkte gestiegen. So. Ah, cool, das kann man auch schlagen. Haha. Ja, dann springen wir mal da hoch. Yeah. Gut, hier sind keine. Nein. Nein. So, Nummer 1. Bam. Wie kann man eigentlich gleiche Karten ausspielen? Und wieder Karten. Stimmt, Schatten los. Drängende Dunkelheit. Überall Dunkelheit. Wow, Schatten los. Donald.
Ja, danke fürs Heilen. Ja. Und jetzt das. Na, kommst du her. Was, du stichst mich? Hör auf jetzt. Lass den Scheiß. Oh. Alter. Geht's dir noch gut? Hörst du auf jetzt? Meine Fresse. Meine Güte. Das gibt's doch nicht. Na also. Starke Initiative. Fühlt sich das Ding da auf? Das ist ja unglaublich. Kann man das ausschlagen? Ja, kann man. Hui. Rote Pünktchen. Hui. Ah, Herzloser. Komm, und jetzt du. Oder auch nicht. Hörst du auf? Ah, toll. So, Goofy. Den hat sich gleich mal weggehauen. Der war zu scheiße, diese Goofy-Karte. Drängende Dunkelheit. Schon wieder einmal. Oh, cool. Jetzt machen wir mal die KP-Punkte. Um 25 Punkte gestiegen. Hui, Karte und Pünktchen. Haha. Königsanhänger. Aha. Flieg gegen das Nichts und zerschmettere. Logisch. So müssen wir noch eigentlich das nicht schlagen können. Schade. So. Die Karte macht man mit Select auf. Okay. Ah, da müssen wir also hin. Und mal eine blöde Frage. Wie kann man eigentlich hier Sets bearbeiten? Na klar, da steht's doch. Eis. Das können wir jetzt eigentlich mal rüber tun, oder? Wie geht das überhaupt? Aha. Und ein Königsanhänger mit 0 können wir auch rüber tun. Können wir den vielleicht irgendwie verschieben, oder? Nein, das war komplett rausnehmen. So, wie können wir die verschieben? Ordnen. Sortieren. Ah! So ist schon besser. So, jetzt das dahin und das dahin. Ja, perfekt. Karte, Raumkarten, Weltkarten. Weltkarten. Ah. Stadtravasie. Status. Oh, was wir schon alles können. Unglaublich. Was, Goofy? Wie geht das überhaupt? Goofy und Goofy. Aha. Goofy, Goofy und nochmal Goofy. Goofy und Schlüsselschwert. Furienstoß. Goofy, Donald und ein Schlüsselschwert. Müssen wir erstmal ausprobieren. Dreimal Vita, aha. Tagebuch, yay. Kartensammlung, oh mein Gott. 8% haben wir schon, wow. Kartenindex. Okay, können wir das alles zufällig? Oh Gott, nee. Charaktere. Charaktere 1, oh mein Gott, das. Die Herzlosen, wow. Ja. Das machen wir mal schnell wieder zu. Und jetzt müssen wir hier rein. Kann es sein? Ja, da müssen wir rein. Türen mit einer Krone sind besondere Türen. Ach nee, wirklich. Du benötigst spezielle Karten, sogenannte Schlüsselkarten, um diese Türen zu öffnen. Doch die passende Schlüsselkarte allein reicht nicht aus, um die Tür zu öffnen. Ach, so ein Zufall. Du benötigst die Schlüsselkarte und mindestens noch eine Karte, die die Bedingungen erfüllt. Wähle also Raumkarten aus, die die Bedingungen erfüllen und die Tür wird sich dir öffnen. Okay, also eine Raumkarte, Größe 1. Das hat 5, 8, 7, 1. Und den Schlüssel.
So. Funktioniert ja alles wunderbar. Und wir sind immer noch in Traversee. So ein Zufall. Allein zu kämpfen ist schwerer als ich dachte. Ah! Hört auf, so aus dem Nichts zu erscheinen. Wir können nichts dafür. Keine Ahnung, was hier vor sich geht. Uah! Was macht denn der da? Pluto. Das wird ja immer mysteriöser. Was macht denn Pluto hier? Ich wüsste nicht, was daran mysteriös sein sollte. Wir sind doch mit Pluto in die Stadt Traversee gekommen, oder? Ach ja? Nein, halt. Halt, stopp. Meine Chronik sagt, dass ihr... ihr seid vor der Begegnung mit Sora mit Pluto in die Stadt gekommen. Du hast recht. Wir sind Pluto hinterhergejagt und sind so letztlich im Schloss des Entfallens gelandet. Sind wir nicht in der Stadt Traversee? Nun ja, das ist nicht wirklich die Stadt Traversee. Ich denke, die Karte hat diese Stadt innerhalb des Schlosses des Entfallens erschaffen. Ah, wer soll denn da noch mitkommen? Ist doch alles viel zu verwirrend. Ich weiß nicht, wo wir sind, aber lasst uns weiterziehen und weiterhin Herzlose erledigen. So kommen wir schon wo an. Seid besser vorsichtig, sonst sind es die Herzlosen, die euch erledigen. Oh yeah, der Leon, / Squall. Leon, du bist es. Was machst du hier im Schloss des Entfallens? Schloss des Entfallens? Was redest du denn da? Das ist die Stadt Traversee. Und woher kennst du meinen Namen? Wer bist du? Okay. Ich habe euch noch nie im Leben gesehen. Lass die Spielchen, Leon. Wir haben doch alle gegen die Herzlosen gekämpft. Das weißt du. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich kenne nicht mal eure Namen. Echt nicht? Tut mir leid. Ich fasse es nicht. Wie kannst du uns nur vergessen haben? Hey, tut mir echt leid, aber ihr verwechselt mich. Passiert laufend. Nimm's nicht persönlich, Sora. Was? Namen vergessen und trotzdem irgendwie den Namen wissen. Seltsam. Du kennst seinen Namen ja. Halt, stopp. Woher kenne ich deinen Namen? Denkst du, dass Leon bloß Spaß macht? Wenn ja, ist es nicht witzig. Sora ist verletzt. Wer macht hier bloß Spaß, Goofy? Du und Donald seid doch diejenigen, die... Hey! Oh nein, er hat Kopfschmerzen. Ich kapiere das nicht. Was ist bloß mit meinem Gedächtnis los? Was geschieht hier? Keine Ahnung, Leon. Vielleicht hatte Aris ja doch recht mit ihrer Ahnung. Wer sagt das jetzt? Die Yuffie natürlich. Sie sagte, sie würde eine Art unheimliche Macht spüren und bat uns, der Sache nachzugehen. Und das fällt definitiv unter die Kategorie unheimlich. Vielleicht sollten wir Sora zu Aris bringen. Yuffie, du kennst ja meinen Namen. Ja, und du meinen offensichtlich auch. Seid ihr Freunde? Nein, er ist mir völlig fremd. Alter, aber ich kenne seinen Namen. Ist doch praktisch. So sparen wir uns langatmige Selbstvorstellungen. Sehr merkwürdig. Mensch, Yuffie, damit wäre ja all unsere Probleme gelöst. Nun, ich gehe vor und erkläre Elvis alles. Leon, du führst Sora und die anderen herum. Bis später. Grübeln bringt uns auch nicht weiter. Kommt schon, folgt mir. Aber passt auf, es befinden sich noch immer Herzlose in der Stadt. Ich zeige euch besser, wie ihr euch im Kampfgetümmel schützt.
Aha, und wie zeigst du uns das? Mit einem schwarzen Bildschirm, interessant. Wenn ich nicht sehe, bin ich auch nicht da. Siehst du die Werte auf deinen Karten? Ja, sehe ich. Sie reichen von 0 bis 9 und je höher der Wert ist, desto stärker ist die Karte. Spielen du und deine Gegner gleichzeitig eine Karte aus, gewinnt der höhere Wert. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Na los, probier's mal. Gut, dann bekommst du jetzt erstmal aufs Maul. Na toll. Hörst du auf? Hörst du auf? Soweit alles klar? Ja. Eine Karte mit höherem Wert auszuspielen durchbricht die Verteidigung des Gegners. Das nennt man einen Kartenstich. Spielst du eine niedrigere Karte aus, wird deine Attacke abgewehrt. Selbst starke Karten können abgewehrt werden, wenn der gegnerische Wert höher ist. Wer auch immer einen Stich verliert, muss eine Attacke einstecken. Sieh zu, dass du nicht zu oft verlierst. Karten mit dem Wert 0 sind besondere Karten. Es ist egal, welche Karte dein Gegner ausspielt. Du kannst sie stets mit einer Nullkarte stechen. Aber spielst du eine Nullkarte zu früh aus, kann der Gegner sie mit jeder beliebigen Karte stechen. Sprich, kommt sie als Antwort, dann ist sie die stärkste Karte. Kommt sie als erstes, die schwächste. Versuche, das Beste aus ihr zu machen. Von den Kartenwerten hängt auch die Zusammenstellung des Sets ab. Vergiss das nicht. Jetzt wird es Zeit, dir beizubringen, wie du Karten kombinieren kannst. Oh ja, bitte. Du kannst Karten nicht nur einzeln benutzen. Du kannst auch drei Karten sammeln und dann alle auf einmal ausspielen. Das nennt man in petto haben. Karten in petto auf einmal auszuspielen ist effektiver, als sie einzeln auszuspielen. Los, probier's ruhig mal. Wähle einfach drei Karten aus deinem Set aus. Ah, mit Dreieck. Die Summe aus deinen drei Karten im Petto ergibt den Wert, den du ausspielst. Momentan haben wir 9. Der Wert ist in der Regel hoch und nur schwer zu stechen. Die Combo-Attacken sehr stark. Du musst dich nicht zurückhalten. Zeig mir, was du drauf hast. Okay. Wow. Combo-Attacken sind dabei aber nicht dein einziger Vorteil. Wähle deine Karten weise und du entfesselst mächtige Kombinationen, sogenannte Spezialmanöver. Es gibt die verschiedensten Spezialmanöver und alle haben ihre eigenen Kartenkombinationen. Probier das doch mal, sobald du mehr Karten besitzt und ein paar Spezialmanöver erlernt hast. Bedenke dabei aber eins. Benutzt du ein Spezialmanöver, verlierst du immer die erste Karte, die du dafür im Petto hattest. Du kannst sie nicht nachstocken, sie kommt erst wieder nach dem Kampf zurück. Verlässt du dich nur auf Spezialmanöver, stehst du somit bald ohne Karten da. Und das ist nicht gut. Was du nicht sagst. Gut, jetzt wissen wir, wie man Karten kombiniert. Sehr schön. Kommst du bei Klausora? Ja, mehr oder weniger. Den Rest eigne ich mir in ein paar Kämpfen an. Die lagen hier rum. Nimm sie. Denke an das, was ich dir gesagt habe und nutze es. Simba! Yeah! Schlüssel der Fügung. Toll. Cool, wir haben Simba. Juhu. Den schmeißt man gleich mal ins Set rein. So, Menü. Set prüfen, bearbeiten, Simba. Haha. So, dann sortieren wir den ganzen. Ah, okay, die rutscht dann noch. Ah, gut, dann passt. So, jetzt brauchen wir mal ein paar Gegners. Gegners. Keine, dann halt nicht. Gut, dann gehen wir einfach mal in den nächsten Raum. 3 oder höher. Das ist 5, 8, 7, 0. Dann nehmen wir eben die 5. Aha. Das kommt mir sehr bekannt vor. Jetzt so. Verdammt. Nein. Kein Erstschlag. Schade.
Yeah. Hörst du auf? Simba! Ui, cool. Oh, wie schwach. Oh Gott, da kommen noch mehr. Ja, toll. Nein, nein. Alter. Hörst du auf? Autsch. So wie war das? Goofy und eine Karte. Okay. Jetzt hörst du mal auf, du böse. Ah, du willst verarschen. Na, also geht doch. Raum der Begegnung. So, dann können wir das da mal einfach so rüberschmeißen. Pam ins Gesicht. Hat ja nichts gebracht. Zack, zack. Oh. Hörst du auf? So, Goofy, komm. Bam. Courage. Und rau und kaputt. Cool. Oh, die Lebensenergie wird nicht regeneriert. Das ist schon mal gut zu wissen. Gut, gut. Stirb. Na toll. Los, Simba! Oh oh. Und Heilung! Los, Goofy! Ah. Und da haben wir einen Donald. Bam. Okay, danke. Region der Stagnation. Interessant. Gut, gut. Dann mal hier oben. Da kommt ein bisschen Leben raus. Peps. Moment. Ah, das ist also derselbe Raum, nur anders. Aha. Pam ins Gesicht. Bam. Stirb. Oh, das funktioniert einmal voll. Alter. Und boom. Gut gemacht, Simba. Yeah. Stunde des Kämpfers. Und wir haben ein Level up. Dann kriegst du mal mehr Lebenspunkte. Yeah. Oh Mann. Power. Und stirb. Yay. Pyrozipfler. So, ein bisschen Lebenspunkte. Ein bisschen Lebenspunkte. Hey, spinnst du? Du kannst mich doch einfach in so andere Räume füllen hier, wenn ich eine Kiste hochhebe. Boom. Das bringt's überhaupt nicht. Warte, was will ich haben? Was will ich haben? Das will ich haben. Dann will ich das haben. Dann will ich das haben. Oh, stirb. Los, Donald.
Toll. Ja, ja. Null. Courage. Los, Simba. Erschlag sie. Das hat gut funktioniert. Gut. Nie wieder ein paar Pünktchen. So. Gibt's da unten eigentlich noch irgendwas? Irgendwie? Irgendwo? Irgendwas? Ein paar Lebenspunkte. Interessant. Oh, und hab's. So, und in diesen Raum gehen wir dann in der nächsten Folge. So, ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen und dann sehen wir uns gleich wieder zurück hier bei Kingdom Hearts. Ciao, Leute!